6 Jahre Haft für einen geplanten Amoklauf, eine unzerstörbare Betonwand und ein verschwunden geglaubter Husky ist wieder da. Das sind die Schlagzeilen am Mittwochnachmittag. Jener 18-jährige Bursche, der an seiner ehemaligen Schule einen Amoklauf geplant hatte, ist zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der Bursche hatte im Mai in Mistelbach auf einen Schüler geschossen und ihn dabei schwer verletzt. Danach schaffte er es nicht mehr, seine Waffe neu zu laden und flüchtete. Forscher an der TU Wien haben eine unzerstörbare Betonschutzwand entwickelt. Selbst bei einem schweren Aufprall bilden sich keine Bruchstücke. Im Test konnten Busse mit bis zu 70 Stundenkilometern auf die Wand prallen. Der Beton blieb unbeschädigt. Die Schutztechnologie verspricht, weltweit Leben zu retten. Russland verstärkt seine Militärpräsenz auf der Krim. Moskau will ein Flugabwehrraketensystem auf die Krim verlegen und das inmitten der Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts. In der Ukraine gilt ja inzwischen in bestimmten Regionen das Kriegsrecht. In New York ist ein verloren geglaubter Husky wieder aufgetaucht. Seine Familie hatte Sinatra 1,5 Jahre lang vermisst. Vor kurzem ist er 1800 Kilometer von seinem Zuhause entfernt in Florida aufgetaucht. Sinatra war entlaufen, als die 14-jährige Tochter der Familie bei einer Schießerei ums Leben kam. Was der Hund auf seiner langen Reise alles erlebt hat, werden seine Besitzer wohl nie erfahren. Und bleiben Sie dran, um 19 Uhr gibt es wieder unseren Talk mit Katja Wagner. Mit dabei ist diesmal unter anderem die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner. Unser Thema heute Abend: Schafft die SPÖ ein Comeback? Aber vorher noch zum Wetter, und das sieht morgen am Donnerstag ähnlich aus wie heute. Es ist schön sonnig, vor allem im Osten, aber richtig kalt bei 0 bis 7 Grad von Ost nach West. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Fernsehabend bei uns, gute Unterhaltung und einen schönen Feierabend. Schön, dass Sie bei uns sind.